begrüße euch herzlich. Ich habe eine Co-Moderatorin. Ihr seid nämlich jetzt beim Sondersender. Ich grüße dich. Hello again. Ja. Also wir machen eine neue Sendung über die Stadt Essen, wo das Einkaufen wegkommt und dann die Stadt Essen. Wie das ausschaut, werde ich sicherlich noch irgendwann irgendwie aufnehmen können. Wie findest du die Stadt Essen momentan? Ja, genau. Sie kann nämlich nicht einkaufen. Sie kommt auch nicht in ihre kosmetische Bude, die Sonnenstrahlenbude, genau. Die ist schon, wie lange ist die eigentlich schon zu? Ich glaube, da ist sie ja seit letztes Jahr. Bevor das. Die war aber zwischendurch auch, richtig? Den ganzen Sommer. Letztes Jahr den ganzen Sommer und so Herbst, Winter anfangen. Genau, November, ne? Ich glaube, November. Seitdem dieser Lockdown wieder ist. Ja, genau. Seit November ist die Muckibude zu. Da gehen wir aber alles, nicht hin. Ne? Also Freizeit ist gestrichen. Hast du heute gehört, dass die Stadt Essen jetzt Privatfeten in Szene setzen will? Ganz neu? Nee. Noch nicht gehört bei Radio Essen oder so? Nee, vielleicht noch nicht. Weil die hat sie heute noch nicht. Sie war in Pressur. Sie hat sich nämlich ganz schnell auf den Weg gemacht, um in dieser Sendung da zu sein. Genau. Genau. Und wir machen das nicht wie die Ludewig. An sich können wir das ja machen wie die Ludewig. Du zeigst dann schöne Klamotten. Ich habe nur leider keine Übung, sprachtechnisch und überhaupt. Ja, wie gesagt. Ich bin nicht so versiert wie du. Sie gehört halt jetzt zum WebTV. Und WebTV ist normal normales Fernsehen. Und das richtige Fernsehen ist leider ausgebildet mit Linguistik, mit Sprache, mit Gestik und so weiter. Mhm. Aber wir machen hier WebTV. Ihr seid total recht herzlich willkommen hier beim Sondersender Nordrhein-Westfalen. Wir werden uns eine Menge ausdenken. Natürlich würde ich gerne, so wie die drei von der Bank oder diese Polizeigeschichte in Hamburg, weißt du ja, ne? Also, die drei von der Bank, ne? Da. An der Ostsee. An der Ostsee oder Nordsee? Eins von beiden? Nordsee, ja. Ich glaube Nordsee, ne? Wie komme ich denn auf der Ostsee jetzt? Ja, ist die andere Richtung, ist ja egal. Ja. Also ich weiß es jetzt auch nicht, müsste an sich, da wo der Turm steht von Otto Walkes, jeder weiß Bescheid, wo der herkommt. Ostfriesland, genau. Sind die deswegen kam ich da drauf. Genau, die Ostfriesen. Mhm. Er hat ja auch einen Film gedreht, Kettwiesel nachgedreht. Und ihr kennt Otto, wie er und so. Ich habe ein paar Sequenzen gesehen, die ich jetzt hier nicht einblende, weil Otto wird den Film ja irgendwann wieder zeigen. So, du warst heute auch unterwegs wie so ein Weltmeister, ne? Mhm. Und hast du da irgendwas was Neues draußen erlebt? Ist es warm draußen? Ja, es ist milder geworden, soll aber wieder kühler werden am Wochenende. Es ist etwas wärmer. Ich habe hier auch etwas dünnere Jacke an. Das Fell abgemacht, ja. Den Echtpilz. Den Echtpilz, genau. Ja. Unter uns. Sollte der Sondersender eine Modesendung werden für junge Frauen, ältere Frauen? Oder sollte der Sondersender ein Mischmasch aus allem Möglichen werden? Wir fragen jetzt einfach mal, weil das würde ein Fernsehen nie machen. Ein Fernsehen macht etwas und dann nimmt er es oder nimmt es nicht. Das nennt man Einschaltquote. Durch die Einschaltquote entsteht eine Sendung und dann bleibt die oder geht unter. Da sind wir nämlich beim Kernpunkt, das ist jetzt DSDS. Ne? Das ist ja und Germany's Next Topmodel. Das ist ja auch schon ewig. Seit 2003 ist das DSDS. Richtig, genau. Und jetzt wird er raus oder wurde er rausgekegelt. Da kommt der Nächste, der vielleicht in der Sonne mitmacht. Nee, der war da wirklich ist Jehova. Noch jemand. Noch, schade, dass die Kamera nicht auf ihn, aber er kommt. Komm her näher. Da, die Kamera. Er kommt. Ja, siehst du, wo geht er hin? Er kommt. Er geht natürlich direkt auf die Seite des Weibchen. Oh. Der junge Mann ist etwas größer wie ich. Deswegen als. Ist er die, boah, als. Ne? Wie war die deutsche Sprache als noch? Als wie, ne? Das wie. Ja, wir haben auch gerade Pythagoras durchgejagt. Das fand ich auch super toll. Und Jehova war da. Ich fand das auch super. Nein, war Jehova. Aber ist nicht so schlimm. Ich finde es super toll, wenn Jehova da. Nichts gegen Jehova. Ladies and Gentlemen, nichts gegen. Aber ich finde es immer super toll, wenn der zu langsam und dann, warum kommst du nicht zu Jehova? Ich finde das super, das ist genauso, warum kommst du nicht zu Corona? Corona ist auch so ein jünger Ding. Nee, warum kommst du nicht zu Intelligenz? Ja, weil Jesus es nicht will? Oh, komisch. Kann auch sein. Aber er war doch intelligent, oder? Jesus. Oder nicht? Das ist jetzt eine gute, das wird jetzt eine Ausartungssendung. Er hat irgendwas gehabt. Deswegen ist er auch sofort aus dem Bild gegangen und hat an sich so gemacht. Weil das ist so ein Thema. Thema Jesus, Jehova, obwohl Jehova ist Jesus. Und Jehova, hast du das Buch gelesen? 68.000 Mal kommt Jesus darin vor. Ich habe dieses nämlich gelesen, sonst dürfte ich gar nicht darüber reden. Aber ist halt so. Nein, die haben eine eigene Bibel. Entweder war er intelligent, oder er hatte irgendwas an sich gehabt, oder er hat irgendwas Spezielles, wissen wir ja, gemacht, sonst würden ja nicht so viele ihm zugehört. Gefolgt sein, wie auch immer. Er muss irgendwas gehabt haben. Okay, wieso kamen wir jetzt da drauf? Weil Ostern naht. Er wurde mal wieder
ans Kreuz genagelt. Und jetzt kommt Barabbas, der wurde freigeschaltet. Der hat wieder gesagt, frei machen. Was sagt uns das? Was sagt uns diese gesamte Geschichte? Barabbas, war ein Verbrecher und so, der war frei und er nicht. Er wurde genagelt. So, was? Genagelt. Ja, ist so. Ja, das kannst du halten, wie du willst, aber er wurde genagelt. Die Römer haben es auch. Ach, das waren doch die Römer. Die Römer nagelten viel, ja. Ist das nicht die Römer? Doch, die waren. Ja, sicher waren die das. Er kriegt jetzt schon Schwitzausbrüche. Dem, die ist ein halber Römer, ne? Ich weiß, du Ithaka. Ne? Ja, ist klar, ist eine Römerin. Die kommen aus Italien. Bei mir werden schon viele geköpft und. Ne? Kastriert worden, ja. Ist klar. Die Frauen sind da ein bisschen gnadenloser drin. Ich weiß, die Sendung läuft. Und ich möchte nicht wissen, was jetzt schon wieder passiert. Das ist unglaublich gerade. Ja, genau. Okay, jetzt machen wir mal eben Schluss, weil der Kollege will mir jetzt eindringlich was sagen. Die Der hat einen Kaktus im. Ja, der hat einen Kaktus oder im. Oder Hummel im. Oder Hummel in der Fahrt. Was ganz anderes. Das heißt also, die Sendung endet jetzt hier und die geht nachher anders weiter. Einen Blick. Ciao. Hi. Hi. Noch ein Ei, gibt noch Pfannkuchen. Ja, genau. Ein Pfannkuchen, meine Ladies and Gentlemen, Ultra HD Web TV, ihr seid. Das wäre doch mal eine Moderation. Ja. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ne, wir sind die Mickey Mäuse oder so ähnlich. Wir müssen uns ja ordentlich benehmen. Genau. Ne? Wir müssen ja 1,50 Meter Jahre alt oder so. Ach, stimmt ja. Wir müssen ja die Tüte vom Mund. Ja, hast du auch Tüte vom Mund? Die nimmt die Special. Ich nehme Special Edition. Die andere habe ich jetzt nicht da mit dem Mund- und Nasenschutz. Guten Tag, die Moderatoren. Genau, warum reden die Moderatoren nicht mit Schutz, Mundschutz? Egal, wir machen Web-TV, weg damit. Ja, ich bescheuert, ey. Genau. Die Fake glauben Mensch. Wir glauben nicht an die Fake News. Netz News. Also, wir hören der Philosophie zu im zweiten deutschen Fernsehen bei Herrn Lanz, weil der Philosoph davon lebt. Punkt. Wir hören den Lauterbach zu, der an sich ein Abgeordneter ist, aber in Wirklichkeit jetzt ein Moderator beim ZDF oder ARD oder. Aber er verdient viel Geld. Wir verdienen kein Geld, wir bringen noch Geld mit. Ne? Mhm. Ja, leider, weil das kostet Geld, wir müssen alles selber bezahlen. So, wir verweisen jetzt auf unsere Stars und Sternchen, die hinter uns hängen, denen wir auch ein bisschen huldigen, und zwar hier, wie ist der da nochmal? Der Kanzler? Nein, den anderen da oben. Ach ja, Schulz. Die junge Dame ist out of range. Kommen Sie mal rein hier. Hier ist die Kamera. Sie war out of range. So, der andere junge Mann, der ist doppelt so groß wie wir. Deswegen musste der in die Knie gehen. Mhm. Und den habe ich auch recht herzlich begrüßt. Das ist aber an sich die Technik. Die Technik, die begeistert die. Dieser junge Mann stellt alles her. Die Maschinen, ne, und so, baut die zusammen hier nebenan. Ja, mache ich jetzt Werbung mal für ihn. Wenn ihr mal Computer braucht, fragt uns. Wir sagen euch, wir haben hier die Computermanufaktur sozusagen, Reparatur und das alles. Hier ist die Fernsehanstalt, daneben ist das Studio. Hier waren ja schon viele, wisst ihr ja. Wir versuchen, eine wunderbare Sendung auf den Weg zu bringen. Sollen wir eine Modesendung machen? Wir können verschiedene Sachen machen. Genau, verschiedene Sachen machen. Wo auch die Mode bei ist, hier oben nicht. Zum Beispiel. Genau, da kannst du ja auch welche Mode vorführen. Oder über Mode reden. Ja. Wir können ja auch versuchen, irgendwo die. Also, jetzt möchte ich erstmal die Stadt Essen auseinandernehmen und euch über die Stadt Essen reden. So ähnlich wie die Ludewig über ihre Sachen redet. So eine Art Sendung habe ich vor. Mhm. Das wäre ja nicht schlecht. Co-Moderatorin, Moderator, vielleicht moderiert sie auch alleine. Je nachdem, habe ich vor. So, ihr könnt jetzt klicken. Ihr könnt jetzt, wie gesagt, die Glocke anmachen und dann mitmachen. Ihr könnt auch selber mitmachen. Wie wir das hinbekommen, weiß ich noch nicht. Kriegen wir aber hin. Kein Thema. Wie gesagt, Praschant war hier, Frank Montenbruck war hier, Frank Wendler war hier, Detlef Scholzen war hier. Henning Baum, ja, der saß nur da drüben. Das war aber nicht vor der Kamera. Na, also vor der Kamera war auch die ich gerade genannt habe, auch Herr Schulzen oder Scholzen, zum der Beispiel, Zahnarzt. Entschuldigung, ich unterbreche auch dieser Koch, ne? Der hat ja auch Schwarzenegger bei sich zu Besuch gehabt. Zwar jetzt nicht hier, aber den kennst du ja auch. Ja, klar. Ja, klar. Das ist ja so eine Connection. Ja, wir sind eine Art Connection hier. Leider mussten die Connection wegen Corona, deswegen kam ich jetzt nicht drauf. Richtig. Also der war auch, da hat er mir ja noch gezeigt, der irgendwo aus, keine Ahnung, aus Kamerun oder irgendwie hätte ich lesen müssen. Er hat ja auch wirklich einen ziemlich hohen Herrn mit. Wirklich, der musste dann auch alles einhalten, wie dieser Mann angesprochen. Das vergesst ihr. Eine gewisse Kapazität, wenn die erscheint, ja, ihr lacht über den Film Zamunda, ja,
mit Eddie Murphy, jetzt im zweiten Teil bei Disney. Aber wenn wirklich so einer reinkäme, ein König aus Zamunda, sag ich jetzt mal, und was sich heraus, habe ich dir ja auch gezeigt, die Königin von Corona, war ja auch, ne, bei Rapunzel. Ach, ja, bei dem Film, Trickfilm, die Königin von Corona. So, dann hatte ich hier einen, wie gesagt, Zeugen Jehova, und der sprach auch, dass er sich einen Kasten Corona, und so ist, war noch ein Junger, aber er gehört halt dazu. So, wir haben uns nachher auch ausgetauscht und dann kam ja, wie gesagt, der Nächste. Aber ich bedanke mich total recht herzlich für jeglichen Besuch. Dass wir nicht alle vor der Kamera haben, ist klar. Wir denken uns jetzt eine Sendung aus. Modeheim, Sport vielleicht. Oh. Ja, irgendwie sowas. Jetzt fangen wir erstmal mit dieser Stadt an. Wir wollen euch diese Stadt zeigen, was hier abgeht, was hier passiert. Wir haben eine E-Stadt, eine Stadt voller Elektronik, eine eigene Straßenbahn. Wirklich, alle sprechen darüber, dass am Boulevard Beitz eine Straßenbahn fährt und demnächst daneben noch eine. Ja? Die fährt also, wie gesagt, da noch eine. Ja? Also die ist extra dafür da. Und ja, ist halt so. Keine Ahnung, wie die Nummer heißt, wie die Bahn heißt, weiß ich nicht. So, wir beenden das jetzt. Wir sagen euch, wir haben gedreht an dem Tag, wo die Uhr um eine Stunde vorgestellt wurde. Ihr wisst halt, wann das war. Richtig, kurz vor Ostern. Wir wünschen euch eine tolle Osterzeit. Vielleicht machen wir sogar noch eine Sendung vor Ostern, wenn ich gewisse Sachen irgendwie heute vielleicht noch drehe. Ich weiß es nicht. Der Tag ist halt noch lang. So, und die Uhrzeit, um 19 Uhr geht die Sonne unter, 18.52 Uhr, wer Bescheid weiß. Ich weiß es ja, ich habe ja diese komische Uhr. Ne? So, was haben wir denn gemacht? Wir haben 5.915 Schritte hier gemacht. Dann wisst ihr mal, was ich heute gearbeitet habe. In London ist 15.34, New York hat 11.34, wir haben 16.34 und der Sonnenuntergang ist um 18.52 Uhr. Ja, so ist unsere Sendung. Dann kann man ja mal eine Ostersendung machen, sozusagen. Ne? Mit so Specials dabei. Aber keine Ostereier malen. Nein, aber also virtuelle Oster. Das Eier, muss, nein, zum Beispiel da rumfliegen oder ihr so über den Kopf oder was auch immer. Ja, immer so. Wo die Spaß haben, die Zuschauer. Also die sehen jetzt schon was. Ich habe jetzt gerade schon was hier. Was, ach so. Ja, ja, ist klar. Ne? Also das ist eine tolle Idee. Diese Idee habe ich dann am Schneidetisch aufgegriffen und habe das dann gemacht. Also was sie gemacht hat, wusste sie nicht, weil sie es gerade mir gesagt, um mal aufzuklären, wie Fernsehen überhaupt funktioniert. Irgendeine Idee. Und dann sitzt da einer am Schneidepult, am Trickpult und macht das. Ey, ist eine tolle Idee, lass mal Eier regnen oder so. Ja, ist so. Ne? Ja. Das habe ich mit dem Onkel Doktor auch gemacht. Der war da von Viren am Reden, habe ich ein Virus rausgesucht und habe ich, während er sprach, die Viren kommen lassen. Deswegen, du machst ja, ja immer so tolle Geschichten. Ja, ich. Fiel mir jetzt so ein wegen Ostern. Ja, richtig, machen wir eine Ostersendung mit Osterhasen. Ja, ja, warum nicht? Ne? Ja, so, wenn ich ehrlich sein darf, so fing an sich Fernsehen an. Mhm. Man hat das genau gemacht. Aber jetzt kommt einer, ne doch nicht, haben wir Glück gehabt. Nee. Ich finde es immer lustig, wenn die Leute vor der Tür diesen hier machen. Ne? Aber wir haben ja noch Nachbarn. Ne? Da muss man, ne? Ich finde das schon sehr gradig interessant. Aber wo wir jetzt hier sind, machen wir zum Abschluss doch was Ernstes. Und zwar habe ich ja gerade gelesen, dass Rewe und Co. Uns vorher testen sollen, bevor wir rein dürfen. Ey, bist du damit einverstanden? Nee, ne? Wenn jetzt eine wildfremde Person dir das Stäbchen in die Nase rammt und feststellt durch irgendeinen Quick-Test, dass du clean bist, dann darfst du rein. Also langsam aber sicher. Weil die Tests ja auch nicht sicher sind. Oder die Person, die das durchführt, vielleicht nicht die richtige, das richtige Know-how hat. Ne? Da muss man auch drüber nachdenken, dass die Professionalität da gar nicht vorhanden ist, beziehungsweise diese Tests vielleicht auch gar nicht sicher sind. Ne? Kann das sein, dass sie alle gar nicht mehr denken, nur noch handeln? Richtig, und jeder läuft mit und ich laufe halt nicht mit der Masse mit. Man muss halt logisch denken können und wissen, was auch in der Vergangenheit und so weiter, sich austauschen, halt mal gucken. Muss gucken, mit wem man sich austauscht. Aber jeder hat auch seine eigene Meinung. Und meine Meinung ist, ne, no way, aber wie willst du dann einkaufen? Ne? Ist ja wie so ein. Ganz einfach. Also, Ladies and Gentlemen, wenn ihr das alles nicht wollt, ich auch nicht, nee, dann bestelle ich halt und dann kommt jemand und bringt. Punkt. Ah. Gut. Die Obermacker da, die sich dann ausdenken, sagen dann, muss an der Tür oder was weiß ich. Irgendwann kommt so ein Test.
Testgerät, sag ich jetzt mal, dann piep, ja. Ja, irgendwie wird was erfunden und wenn einer den anderen nicht mag, wird das Gerät umgestellt. Zum Beispiel manipuliert, ne? Funktioniert nicht richtig. Alles. Ja. Also, sehen wir an der Technik allgemein, das ist, oder auch jetzt bei WhatsApp, man sieht ja, dass das Störungen sind. So Geräte können vielleicht am Anfang, wer weiß, funktionieren, aber nach einer Weile oder es wird da irgendwie rumhantiert, falsche Lagerung, falsch hingelegt, hingefallen, was auch immer, geht kaputt und dann funktioniert es nicht. Allgemein kann es nicht funktionieren. Allgemein ist das keine Hundertprozentigkeit des Tests, dass es ein hundertprozentiges Ergebnis ist. Da sind wir wieder bei Faschand, der gemeckert hat, weil plötzlich diese Sendung bei ihm aufleuchtet. Okay, ich habe diese Sendung für ihn, also ich habe seine Seite von Prashant Jawal fertig gemacht als Geschenk und jetzt tauche ich da auf, aus welchem Grund auch immer. Dieses wurde aber bei Facebook gemacht. So, Facebook ist der Oberbegriff und Facebook hat das Recht, irgendwas zu machen. Punkt. Die können mich rausschmeißen, können sagen, du darfst. Und mittlerweile, weil die ja wissen, dass das hier Business ist, wollen die ständig diese Sendung irgendwo mit einbinden. Aber ich soll die dann auch extra bezahlen. Ich kann also sie binden für mich diese Sendung überall ein. Sie entscheiden, wo diese Sendung zu sehen ist und nicht ich. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsstest du das Mitspracherecht und die Bestimmung dazu haben, ob ja oder nein. Ja, ist genauso wie mit diesen geschützten Namen, also oder geschützte Songs, was auch immer, die erst die Künstler gefragt werden, darf ich dieses Lied nachspielen in einer anderen Version oder so, was auch immer. Also okay, da sind wir bei Urteil 13, Artikel 13, der ist nach vorne gefahren, wo wir nichts mehr dürfen. Also diese Sendung wird kontrolliert. YouTube kontrolliert diese Sendung, deswegen müssen wir uns an YouTube halten. Wir begrüßen total recht herzlich YouTube. Wir freuen uns, dass es seit 2005 YouTube gibt und wir freuen uns, dass wir die ganze Zeit dabei waren. So, an sich sind wir die Macher, die dahinter und die Agierenden haben gearbeitet und wir haben das, was sie agiert haben, fertiggestellt. Jetzt agieren wir selber, stellen auch selber her. Wenn sowas kommt wie Ostern, dann mache ich sowas Österliches oder denke mir irgendwas aus. Die Fassade, die ihr jetzt hier seht, da wo wir auftreten, die junge Dame, die da steht und eine auch so macht, das ist also eingeflochten. Das sind wir nicht, aber gehört zu unserer Sendung. So, ja, das war es dann auch schon. Jetzt ist Gott sei Dank mal keiner reingekommen. Wir konnten jetzt, ob da ein Wagen da hält, könnte sein, dass jetzt Amazon liefert. Ja, er fährt zurück. Liefert nicht, Gott sei Dank. Aber ist halt, ja, weil ich an die Tochter denke, die kriegt noch einen Pullover. Ne? Ach so, okay. Ja, da hat sie ja einen bestellt. Ah, hat sie ja genau, ne? Also einen hat sie mal und einen müsste sie noch. Um das mal klarzustellen. Also wir machen irgendwie eine tolle Sendung. Wir müssen halt den Namen noch uns ausdenken. Mal sehen, wir wissen es noch nicht. Die Sendung bei der Ludewig, wie heißt die eigentlich? Ich sage immer, heißt nicht so explodiert, die heißt exklusiv. Ach ja, exklusiv, genau. Ich habe explodiert. bei Ludewigs Explodierzimmer. Okay. Nein, sie macht ja, also exklusiv, wie gesagt, ja, exklusiv, ja. Also können wir nicht, gibt es schon. Keine Ahnung. Statt Essen kannst du vergessen, das hört sich auch so bescheuert an. Aber reibt sich. Reibt sich, ne? Ja. Statt Essen kannst du vergessen, das habe ich früher schon immer gesagt. Essen kannst du vergessen. Damals vor längerer Zeit, da haben wir was gesucht, also was zum Tanzen, ne? Und das hat ja ewig gedauert, hier war nichts. Wir mussten. Riverboat. Nee, das. Ach, ich weiß nicht mal, wie das heißt. Hier vorne da, das war sehr bekannt und berühmt, da sind die auch von auswärts gekommen. Da waren Wagen von Hamburg, München und da gestanden, das war ganz toll. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, das war cool. Das erste Mal, beim zweiten Mal war schon Kleiderordnung und ach, das ist ewig her. Wir haben vieles ewig gehabt. Wir haben ja auch die Bude gehabt auf der Alfredstraße, dann hatten wir auch einen Rüttenscheider Stern, hatten wir sowas. Naja, ich komme ja aus Hesse, gell? Da hatten wir ganz andere Clubs, da waren die Amis, ne, okay, das halt jeder hat sein Ding, aber das war halt mein Ding. Und ich fand das locker, ich fand das cool, wir konnten in die eine und die andere, zack, boom, boing, und jeder hat gesprochen miteinander, auch wenn man sich nicht kannte, und es war locker und easy. Ja, und man konnte tanzen und es war echt hier cool. Hier ist die Stadt Essen, noch einmal, die kann man vergessen, hier ist nämlich genau. So dröge. Ja, gut, Frankfurt ist halt auch so ein heißes Pflaster, aber ich rede jetzt von der Tanzszene und das ist ja auch schon ewig her, früher war das halt cool, wie das hier war, weiß ich nicht, als ich hierher bin. War ich halt mit einer Freundin rumgetingelt, wir haben gesucht hier, wir sind ellenlang gelaufen, abends bis in die Nacht.
Weil wir nichts gefunden haben, dann sind wir halt später nach Düsseldorf und dann sind wir da hängen geblieben. Ja, ne? Klar, Düsseldorf, eine Meile, genau. Ja, weil hier war wirklich, da war nee. Ja, weil wir Insider hatten auf der Rückseite. Das Einzige, wie, ich weiß jetzt nicht den Namen hier, der ist gegenüber der Papierfabrik. Du siehst es auch nicht, wenn du da mit dem Auto fährst. Das ist ja direkt die Autostraße, du siehst da nichts. Das ist richtig versteckt. Da war eine Feuershow, ja, nee, nicht Feuer, sorry. Da war ein Feuerbottich, der war vor dem Eingang. Richtig cool, Feuer in die Höhe. Dann waren ein Tänzer, ein Mann und Frau, komplett in Gold. Ausdruck? Einfach ran. Drucker einspielen. Okay. Ein Pärchen, das oben auf dem Podest getanzt hat, die waren komplett, bis auf Bikini und so weiter, komplett in Gold im Gesicht bemalt. Also es war schon eine coole. Und auch die Aufmachung, so ähnlich wie Matrix in Bochum, da sind wir damals auch hin, das ist auch cool, wenn es das noch gibt. Weiß ja, ich gibt es alles nicht. Das war auch cool, wenn das auch viele die kennen. Die Pyramide gibt es ja. Aber ich komme jetzt nicht auf den Namen hier und es war auch so eine ähnliche Aufmachung wie Matrix. Alles mit Eisen, ja, Sandboden, schwere Eisentüren und dann so, wieso muss man sich vorstellen, wie ein Gerüst an einem Haus, wo das Haus jetzt modernisiert oder gestrichen wird. Aber in Großformat, dieses Gerüst. Du musstest, war ja so hoch, du konntest da drauf, da war eine Matratze, du musst dich hinlegen. Da brauchtest du eine Leiter, das war echt geil. Ich weiß noch, hier der gelbe Elefant hatten wir, auch im Rhein-Ruhr-Zentrum hatten wir mal sowas. Mhm. Ist jetzt leider alles nicht mehr. Nee, ne? Das ist auch schon lange. Und da wir jetzt Kundschaft haben, haben wir jetzt auch die Sendung zu Ende. Wir bedanken Ende im Gelände. Ende im Gelände. Wir bedanken uns total recht herzlich, dass wir zugeschaut haben. Ihr wisst ja, einmal Klick. Einmal Glückchen und nächste Sendung wird was anderes sein.